gesagt, ich nehme euch heute mal mit auf, ich muss ein bisschen tiefer gehen, auf einen typischen Tag von hier. Ich war eigentlich gerade einkaufen. Einmal habe ich Crash Eis geholt, weil wir nämlich gleich auf eine Hochzeit müssen. Deswegen muss ich jetzt erstmal gerade Eis abgeholt von der Eisdiele. Das muss ich aber jetzt alles noch ein bisschen zwischenkühlen lagern. Weil das Ganze nämlich erst heute Nachmittag ist. Deswegen muss ich jetzt erst ein bisschen vorbereiten. Also heute mal kein Currywurstpommes, sondern heute mal Eis und Sekt. Was ist das eigentlich für ein geiles Wetter heute? Unfassbar. Haben die auf jeden Fall, die heute heiraten, haben echt Glück gehabt. Und ich muss jetzt erstmal noch ganz schnell putzen, bevor ich den Eiswagen anwerfe. Denn wenn der Eiswagen einmal an ist, dann klebt das. Dann kann man nämlich nichts mehr wirklich putzen. Und ja, den Wagen habe ich ja gerade schon gewaschen. Das heißt, der ist schon fertig. Deswegen muss ich jetzt eben schnell hier sehen, dass wir hier noch schnell zurande kommen. Auf jeden Fall sieht man, dass man das Event heute dauert an sich 2 Stunden nur, aber die ganze Vorbereitungszeit, die dauert locker 6 oder 8 Stunden. Für den ganzen, weil ich muss ja gleich die ganzen Sachen alle einladen. So, jetzt aber putzen. So, der Eiswagen kühlt vor sich hin und ich packe jetzt in der Zeit erstmal die ganzen anderen Sachen, die Stangen für den Ballach hin, und dann muss ich gleich noch den ganzen Sekt und das ganze Bier, O-Saft, Wasser, das habe ich alles drüben noch. Muss ich mir auch noch gleich alles einpacken. So. Jetzt aber fix. Ist schon geil, wenn man so einen großen Kühlschrank hat. Jetzt ist nämlich der Super-Go eingetreten. Wir haben noch eine Kleinigkeit vergessen, das ist nicht so schlimm, aber wir haben die Eiszangen vergessen, womit man die Kugeln macht. Jetzt latsche ich hier gerade über den, über den Marktplatz und hoffe, dass ich gleich irgendwie ein Edeka oder whatever finde. Ich laufe jetzt schon hier 10 Minuten durch die Gegend und wir haben es jetzt noch bis zum Beginn. 7 Minuten. Aber ich habe zumindest schon mal den Edeka gefunden. Jetzt kann ich nur hoffen, dass sie das haben, was ich brauche. Bitte, 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 bitte. Eiskugel, Eiskugel. Eiskugel, Eiskugel. Grillzangen brauche ich nicht. Da. Ja, yes. Ich muss nämlich noch Wassereis besorgen, weil ein Kind nämlich laktoseintolerant ist. Ja, boah. Und jetzt habe ich noch genau 2 Minuten, um zurück zu gelangen. Oh, boah. So. Ja, da müssen wir nach vorne, ne? Ja. So, wir sind soweit. Zum Glück verspätet sich das Brautpaar. Wir stehen hier jetzt. Und Birgit steht da hinten schon mit dem Tablett. Da muss ich jetzt nämlich auch hin, weil ich jetzt jede Sekunde rauskomme. Hat aber alles geklappt. Oh, Schwitz. Mein Puls ist gerade, 180 mit Sicherheit. Aber zum Glück verzögert sich das alles noch weiter. Erstmal der Glückwunsch, bevor die Legalena hier hinkommt zum Eisessen. Also von daher sind wir noch im grünen Bereich. Heute gibt es auch keine große Auswahl. Heute gibt es eigentlich nur Vanille, Stracciatella, Erdbeer und Schoki. Ja, und das eben bereits erwähnte Kaktuseis
für zwei Kinder, die halt eben laktoseintolerant sind. Die dürfen ja kein Milcheis. Ja, Flaschenöffner habe ich auch noch vergessen, aber dafür gibt es ja Engländer. Auf jeden Fall haben sie schon mal ein schickes Brautfahrzeug, das ich euch ja nicht vorenthalten. Moment, mit Chauffeur. Oh. Sofort. Extrem schicker Cadillac, gibt's ja nix. So, wir haben jetzt sogar noch Eis über. Nicht mehr viel, aber können wir auch noch mal eine Kugel gönnen, weil der Blutzuckerspiegel gerade sehr im Keller ist. Da müssen wir aufräumen. Alter Schwede. Das war ja mal heute. Das war ja heute mal eine Aktion. Mann. Puh. Das Problem war, wir standen um die Ecke, also vor der Kirche. Die haben aber im Rathaus geheiratet. Und deswegen mussten wir, ja, weil die erstmal vor dem Rathaus da rausgekommen sind und da talala und herzlichen Glückwunsch, tralala und sowas alles gemacht haben, mussten wir mit den Tabletts, naja, zumindest Beagle musste da hin und her laufen. Und ich musste aufpassen, dass in der Zeit logischerweise nicht da um die Ecke, wo man das nicht einsehen konnte, kein Eis war, kein Sekt geklaut wurde, das Beagle geklaut worden ist. Und auch Nachschenken auch noch. Also hätten eigentlich einen dritten gebraucht, aber naja, wir haben es überlebt. Ja, das war mal ein typischer Tag. Zumindest mal was Sekt und Eis betrifft heute. Nächste Woche gibt es mit Sicherheit nochmal Kürbis Pommes. Da gibt es mit Sicherheit, ich weiß genau, wir haben noch eine Hochzeit nächste Woche. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog dann schon wieder. Und genau, nächste Woche kommt noch so einiges, das weiß ich jetzt schon. Genau, bis zum nächsten Vlog und ciao.